Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zum Tag der offenen Tür an der Shujin Academy. Sehen Sie grenzdebile Hohlbratzen, dreiste Lästermäuler und kreidewerfende Lehrer. Ja. Nein, herzlich willkommen zurück zu Persona 5, Freunde. Ja, aber eins ist wahr, es ist Tag der offenen Tür an der Shujin Academy und wir sind gerade mit all unseren Freunden da und ich freue mich, dass die Futama auch mit da ist. So, mal gucken, was es hier so gibt. Ja, und sieht auf jeden Fall, also beim Tag der offenen Tür an meiner VR war definitiv nicht so viel los. Ziemlich cool hier. Well, yeah. This place got famous and all. Phantom Thieves, Kamoshida, Principal Kobayakawa. On top of that, we got Akechi as a guest. There may be police officers in plain clothes too. Actually, they probably are here. We better be careful about what we discuss. Acting like normal students is going to be important. What do you normally do at a school festival? Dir alles anschauen, irgendwelches Zeug essen, mit Leuten reden. Look around at the exhibits and eat stuff? Ja, sag ich doch. There's no rules. Remember when we went to the beach before? Why not go about it like that? Genau, ziehen wir uns alle aus, Badeklamotten an und dann gehen wir hier rum. Hab einfach ein bisschen Spaß. Achso, übrigens, Makoto hat noch gesagt, dass wir vorsichtig sein müssen. Kann nämlich sein, dass es hier Polizisten in Zivilkleidung gibt, die uns so ein bisschen belauschen. Ne? Deswegen, Feind hört mit. Vorsichtig, was wir alle sagen. Also, hab einfach mal Spaß hier. I think I can do it if I've got everyone with me. You're so laid back. There's a possibility that your name and Ryuji's have come up. A number of the teachers had been questioned before, and even we were interviewed the other day, too. Don't let your guard down too much. It's true that the initial members have been at this for a long time, making it easier to get tracked. All right. Now, now, let's leave it at that. We just need to be mindful about what we're saying, correct? Oh, You seem to be having quite a lot of fun, Haru. You did mention that you were looking forward to this. I want to go around with everyone and eat at the refreshment stands. Well, it'll be a nice change of pace. A lot of nasty stuff's continued lately. Shall we head off to the stands then? Ja. Haut rein, Leute. Einfach ruhig bleiben. This is your first time at our school festival. They're pretty good, from what I've heard. I know a great one. Follow me. Ja, okay, dann mal los. Einfach mal ein kleines bisschen entspannen, obwohl ich ehrlich gesagt so ein bisschen das Gefühl habe, dass was schief gehen wird, oder? Ich weiß auch nicht. Ich glaube nicht, dass die uns hier so schnell eine Pause gönnen. Übrigens glaube ich, dass es wahrscheinlich Akechi sein wird, der uns irgendwie auf Say, ansetzen wird. Der wird wahrscheinlich irgendwas feststellen. Keine Ahnung. Sie wurde ja zur obersten Ermittlerin in unserem Fall, also im Fall der Phantom Thieves gemacht. Ich denke mal, irgendwie wird sie diese Stelle vermutlich verändern und er wird sich dann an uns wenden, der Akechi. Ach komm, egal. Ich denke immer zu viel nach. Entschuldigung. Mache ich einfach gerne. Laut nachdenken. Made Takoyaki? Oh, was gibt's denn hier eigentlich? New customers! I'll show you all to your seats. So, it's your classes stand. It's still a refreshment stand, isn't it? It's like a deserted island here. Well, I guess it's good for talking since there aren't any people here. Aber es gibt einen kleinen Oktopus. We heard a lot of rumors even on our way here. And it was all bullshit. Here she comes. Act normal. Who cares? There's nothing normal about this anymore. Welcome home. May I take your order? Take my order? What happened to the maid atmosphere? There are a lot of odd flavors. Stick to a normal one. I bet they... I'm so sorry. We sold our last normal one to the previous customer.
the hell? Darf ich ganz kurz fragen, was verkaufen die hier? Hier ist keine Sau, da ist einfach nur eine, die hier bedient. Ein viel zu kleiner Tisch. I'm sorry, we're out of Codbro. Und sie haben vor allen Dingen überhaupt nichts mehr, weil sie alles schon verkauft haben. Then how about the squid? We're currently out catching squid. It'll probably take another 5 or 6 hours. Was? Die fangen hier hinten. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Was ist das denn für ein Stand? Sound remotely possible. Ain't this whole menu just a sham? Actually, we spent most of our budget on making the maid costumes look nice. Okay, ich fasse jetzt nochmal zusammen. Ich habe zwar keine Ahnung, was hier wirklich abgeht, aber hier kann man offenbar was essen, aber die haben überhaupt nichts mehr zu essen. Und das ist, weil Ahn gerade sagt, die haben ihr komplettes Budget einfach darauf verwendet, dass dieses Maid-Kostüm, also dieses Hausfrauen-Kostüm, schön aussieht. Da haben die haben ihr komplettes Geld auf die Outfits gesetzt und haben jetzt nichts mehr zu essen hier zum Verkaufen. We didn't put too much effort into the octopus. Ja, sieht man. Yuji, you're making a scene. Then, what would you recommend with what you have now? That would be the Russian takoyaki. We'll have that, please. This will take a little time. Natürlich. Let's forget about the octopus and get back on topic. On that note, hearing Kamoshida being almost treated like a victim makes me want to eat my stress away. I've even heard conjecture that the principal was targeted for reasons like he knew too much. I kept hearing about Goro Akechi's popularity. All thanks to the Phantom Thieves. You know, did that Akechi guy agree to show up here because he believes we didn't kill anybody? Or he may simply love large gatherings. Oh, true. He didn't seem like he minded being pampered by the media at all. We plan on stealing intel, but we might fall into another trap. I'm gonna be bummed if that happens. Kann sein. Irgendeiner wird uns ja eine Falle stellen, ne? Das wissen wir ja schon aus dem Intro. Still, it doesn't change the fact that we don't know what Akechi-kun is planning. Thank you for the wait. Ooh, it's fresh made. Lies. I heard a microwave go off. Well, it's not like I was expecting crispy takoyaki at a school festival or anything. So, what makes this a Russian takoyaki? Bestimmt Wodka dran. Could there be jam in it as a secret ingredient? That sounds quite delicious. Well, one of these is special. Ich werde hier sowas von keinen Bissen essen. One of them's obviously red. That's gotta be the one. Alles klar, also diese Takoyaki sind offensichtlich irgendwelche Teigbällchen, die angeblich frisch sein sollen. Aber wir haben eine Mikrowelle gehört. In der Mitte ist ein rotes. Das ist vermutlich schon abgelaufen. Was zur Hölle ist das? Don't tell me the Russian part means... Ja, Alkohol. It's like going for the obvious one is manly. Is that so? I'd prefer the most beautifully shaped one. But all of them are misshapen. Oh, aren't you all going to eat? I think I'll go for the special one. Wait, is she honestly going for it? Do you want to go for the red one? Ich denke mal, es wird sehr scharf sein. Oh, thank you. Klar, los jetzt, komm. Ja, und nochmal Nacken lockern. Ich nehme den Kampf auf. Oh, everyone's all here. Ja, moin. The panel isn't until tomorrow, though. I came to check out the venue. I can't make any mistakes, since a lot of people... Someone's eager. But people ended up recognizing me. Everyone bombarded me with questions. That's because you were sloppy. I grew tired of the baseless rumors they kept bringing up, so I escaped to where there weren't any people.
Nein, das würde ich nicht machen. Es wird explodieren. The special one. Let's just call this my performance fee. But it's fine. Genau, er stirbt jetzt vermutlich. It's quite the Oh Gott, wir werden alle wegen Körperverletzung verknackt, oder? Eating it in one bite is a bad idea. My throat. Oh, my stomach. It burns. Okay, es ist offenbar ziemlich scharf. Do you need water? I'm fine. I just love spicy stuff. Deine Arme zittern. Hey, does he sound broken to you? Well then, I'll see you tomorrow. Ja, wenn du es bis morgen vom Klo wieder runter schaffst. Was wow, war das denn? He's really trying to hold it together. He's waddling around like some comedian. It's like he wants to get picked up for some commercial or something. But did he truly come to simply check the venue? This isn't good. I keep suspecting every little thing. I know what you mean. I'm doing the same too. I need to do my best tomorrow. We need to somehow get him to be our source of intel. I'm gonna pull this off no matter what. That Akechi guy. When he got here, didn't he say that everyone's all here? Everyone? You're here just imagining things. Was? Also als Akechi hier an den Tisch gekommen ist, hat er gesagt, es sind alle da. Also ich glaube ehrlich gesagt auch, dass Akechi eigentlich schon längst weiß, wer wir sind. Oh, die sagen gar nichts mehr. Entschuldigung, dann muss ich wieder vorlesen. Seriously, I think I'm as tired now as I am after midterms. I didn't mind any of that. I just loved seeing that detective gulp down the special takoyaki. I had fun as well, since I got to spend time with you all. Aww, süß. What would you like to do now, Haru? Walk around a little more? I appreciate the gesture, but I'm satisfied with stopping here. Why don't we go home and rest up? We'll have to deal with a Akechi-kun again tomorrow, after all. I have to agree. What will his next move be? Tja, ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, das war doch gerade voll für den Arsch, das Festival. Ihr seid an den einzigen Stand gegangen, der nur ekliges Essen anbietet. Oder überhaupt kein Essen, generell. So, ich nehme mal an, ich darf wieder nichts mehr machen, ne? Deswegen speichere ich jetzt erstmal. Nur mal so. Speichern ist wichtig. So, kann ich hier was machen? Irgendwie? Nein, gerade egal. Ja, ich sollte schlafen gehen. Danke, Mutti. Ach. Okay. Dann pennen wir mal ein. Ja, also ich bin... Also ich habe nach wie vor jetzt wirklich... Ich bin einer... Ich versuche mir gerne immer schon vorher Gedanken darum zu machen, welche Story-Twists eventuell kommen könnten. Aber momentan, mir fällt echt nichts ein. Ich habe keine Ahnung, wie sich das jetzt hier noch entwickelt. Ich weiß nur eins, Seinijima... Ja, machen wir gleich. Ich weiß nur, Seinijima wird das nächste Ziel sein. Irgendwie wird Akechi darin verwickelt sein. Akechi ist auf dem Cover der Spielehülle, also gehe ich davon aus, dass er irgendwann zumindest mal in unser Team kommen wird. Vermutlich jetzt. Ich vermute, dass Akechi also schon längst weiß, dass wir die Phantom Thieves sind. Und ganz am Anfang hieß es, dass uns einer verraten wird. Also, ich weiß es nicht. Also, irgendeiner wird uns verkaufen. Und momentan kann ich echt nicht sagen, wer das sein wird. Our guest of honor is Goro Akechi. I feel kind of bad, considering how many people have gathered. I'm sure you all would have been happier to have a singer or a mascot appear, wouldn't you say?
tell us about your experiences with the notorious Phantom Thieves. It'd be wonderful if you could let us hear more about your actual investigative process. I'm not used to being the one interrogated, so please go easy on me. Das war kein bisschen lustig. Warum lacht er? Mein Gott. He talks about the Phantom Thieves are dangerous, yet he says they haven't committed any murders. Either he has an idea who the true culprit is, or he has uncovered the identities of the Phantom Thieves. Come on, Makoto. You gotta get it out of him. As much as you're allowed to say, would you tell us how far along your investigation is on them? Getting right to the point, I see. Well, if it's as much as I'm allowed to say, then everything on TV and the internet is all of it. We don't have any leads yet, and the methods behind their crimes are still unclear. I see. Even with this country's power, arresting them is proving to be difficult. Is that the case? I wouldn't phrase it that way, but, well, something like that. Thank you for answering that question. By the way, it seems you've denied a correlation between the Phantom Thieves and the murders. Why the sudden change? Until now, haven't you upheld your stance that the Phantom Thieves are dangerous? How are you so positive that they haven't committed murder? Aren't you a little too comfortable interrogating people? Wyatt says if you're a prosecutor. Excuse me. This is something I've personally been interested in, so I couldn't help it. But won't you tell us? What reason is there that you'd claim their innocence when you previously stated they were unjust? Mako-chan's really pressing for an answer. She's pelting him with questions. Every person whose heart they changed have truly been criminals, including Okumura. Why then was he the only one who needed to be killed? Why is that? I must admit, I couldn't deduce a reason. That's why I believe that case should be thought of as if a different party is responsible. And if, this is all hypothetical, mind you, if the Phantom Thieves are the ones I know of, I can't possibly imagine they would kill anyone. Your comment just now, does this mean the police have already identified who they are? Oh, no. The police haven't gotten that far yet. But I have my own conclusions about the true identities of the Phantom Thieves. He's gotta be bluffing! Pipe down! He's lying, right? Vor allen Dingen, wie auffällig das einfach mal aussieht, wie die da alle im Hintergrund stehen und ihn anglotzen. Ohne also oben jetzt, wir vier, meine ich. Nein, überhaupt nicht. Also, ihr seid ja auch nur ein Freundeskreis, der ausschließlich aus Leuten besteht, die irgendwas mit den bisherigen Opfern der Phantom Thieves zu tun haben. Ihr habt euch bisher mehr als nur verdächtig verhalten. Ihr seid ständig zu... Ach komm. Und jetzt, piu, Sniper. So lustig. There's the PE faculty office. I want you to come too. There's a matter I want to discuss. Your friends from yesterday are here, aren't they? Can you bring them too, if that's all right?
Das war deutlich, er weiß, wer wir sind. We only have 10 minutes, you know. Okay, also es ist ziemlich offensichtlich. Akechi hat gesagt, dass er definitiv nicht glaubt, dass wir den Mord begangen haben. Und es ist jetzt mehr als offensichtlich, dass er auch weiß, wer wir sind. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, er hat sogar diesen Anruf vorgetäuscht. Er ist gar nicht wirklich angerufen worden. Also, dann schieß mal los. Okay, Fotos von Yusuke und Ahn, die... Ist das das Okumura-Hauptgebäude? Oh. Bin ich bescheuert? Das habe ich... Hä? Das habe ich jetzt echt erst gesehen. Das ist eine Kameraaufnahme innerhalb von 3 Sekunden. Seht ihr die Zahlen unten rechts? Und da ist quasi niemand ist da. Und dann kommen da auf einmal Ahn und Yusuke quasi aus dem Nichts raus. Ich habe Video-Footage auch. Please, let's not feign ignorance. All of you can go to that other world too. Yes. Und er weiß von der anderen Welt. Okay, cool. It's not just all of you. I am aware of that world too. I also know that when you traverse over there, your appearance changes as well. It's because of those mysterious powers, isn't it? I found out about that world about a month ago. This had been installed onto my phone without my knowledge. Oh, was? Dude, it's the nav. When the app activated on its own, the scenery around me suddenly changed. Quite frankly, I still can't believe it myself. But from the look of these photos, all of you seem quite used to it. We've been listening to you blab on for a while now, but cut the delusional... All of you are acting as phantom thieves in the metaverse. I can say so with conviction because I have the same power as you. Moment. Mein Gehirn rattert gerade. Mein Gehirn ist gerade am Rattern. Er ist es. Er ist der Typ in der schwarzen Maske. Der kennt das nicht erst seit einem Monat. Der ist schon eine ganze Weile dort unterwegs. Und er ist vermutlich auch der Typ, der Okumura erschossen hat. Jede Wette. No matter what you say, my belief won't change. In all honesty, I've been curious about you since the time of the Madarame case. But to think it would end up like this. We didn't kill anyone. I believe that as well. How can you be so sure? Because I saw another. The real culprit. Ja, das warst du. Der Typ ist doch auch so ein Prosecutor, genau wie Sei Nijima. Und wir wissen, dass der SIU Director, also praktisch der Vorgesetzte von den beiden hier, von Akechi und von Sei, der ist doch hier quasi der Boss von denen. Und der weiß definitiv vom Metaverse und hat wiederum zu tun mit dem, wie soll ich denn sagen, mit dem Oberbösewicht, der wahrscheinlich dieser Shido ist, der mit der Glatze. Ich vermute jetzt einfach mal, dass Akechi für die arbeitet, wird uns auf Nijima ansetzen, quasi, wie soll ich sagen, sie noch opfern eventuell, und wenn wir dann ihren Schatz gestohlen haben, wird er derjenige sein, der uns verrät und diese Polizeitruppe auf den Hals hetzt. Vom Anfang, ganz vom Anfang des Spiels. Das ist jetzt gerade so, der Typ ist bestimmt, also Akechi ist bestimmt derjenige, der uns am Ende verrät. Der spielt hier nur den Netten, sagt, ich bin auf eurer Seite. For real? Ich gehe jede Wette ein. Der ganze Rest würde keinen Sinn machen. Who was it? I couldn't identify his face. He had a mask on, after all. Actually, when I took these photos, I entered that world too. That's when I saw someone else moving about, besides all of you. He shot at me the moment he noticed me. That's who killed President Okumura? Most likely. At the very least, I was almost killed by him. I can't die here. I need to determine the truth. When those thoughts overcame me, I awakened to that power.
A most fortunate accident. This guy has a persona too? This cat. I swear, it just... talked. Morgana, our teammate who taught us about the metaverse. Really? This is unbelievable. But it is true that you know things that I don't. Say, Morgana, were you also the one who instructed them on how to change people's hearts? I experienced that world too. But I still haven't solved that mystery yet. We go in the metaverse, we call them palaces, to steal the core of their desires, their treasure. And those whose treasure has been stolen have a change of heart. Ah. There's certainly no way anyone could figure out such an MO. Anyways, back to what you were talking about. Are we in this mess because of that guy? Although I don't completely understand the method, all you do is simply reform people. Someone else is behind the murders. However, the police have decided that the Phantom Thieves did it. They'll arrest you at this rate. They're going to treat me as my father's murderer? I can't overlook such a grave mistake, which is precisely why I want us to strike a deal. I may be able to save you from this situation. A deal? I would like you to cooperate with me on investigating the truth. And if we decline? Then I think I'll have to inform the police about all of you, along with that video I mentioned. This ain't no deal, it's blackmail! Say what you will. This is the method that I believe is correct. The justice I uphold will not tolerate criminals who kill people at their leisure. Justice. You've heard that Sai-san is the one spearheading the investigation about you Phantom Thieves, correct? The higher-ups are concerned only with settling the case. They want to capture the culprits behind the psychotic breakdown incidents and end the commotion. Those are the ones who are putting pressure on Sai-san. I can only imagine her impatience. What of evidence that we did it? How do they intend on proving it? Even if there's no objective explanation to the method, it's over once causality is established. Sai-san can't make rational judgments at the moment. If she were to be cornered, well, she may even make up a confession. Make it up? So, they're gonna make it all our fault? Just because they feel like it? We haven't killed anyone, though! And we're still going to be arrested? You'll be found guilty if you're caught. And it will be treated as a very serious crime. Bullshit! None of that makes any sense! Unfortunately, there's nothing I can do alone anymore to stop the flow of things. And that's why you want our cooperation. Yes. In return, I'll turn a blind eye to what you've done. Those are my conditions. That said, I ask that you disband the Phantom Thieves after this. What should we do about Akechi-san's proposal? Okay, alles klar. Das ist jetzt mein Punkt, an dem ich nochmal kurz einhaken muss. Also, Akechi hat offenbar rausgekriegt, wer wir sind. Das ist logisch. Er hat ein Video davon. Er droht, das an die Polizei zu geben und uns zu verraten, wenn wir ihm nicht helfen. Er behauptet, er will den wahren Drahtzieher hinter den Morden finden, weil er halt sagt, das können wir nicht gewesen sein. Er sagt, Sei, die momentan die Untersuchung leitet, ist auch offenbar relativ kurz davor rauszukriegen, wer wir sind. Obwohl allerdings niemand unsere wahre Methode natürlich jetzt rausfinden kann. Also das mit diesem in Paläste einbrechen, Schätze stehlen und dann ändern die Leute sich und gestehen ihre Verbrechen. Das kann niemand rausfinden, aber es ist, wie er halt gesagt hat, theoretisch möglich durchaus uns also mit den Leuten da in Verbindung zu bringen, die von den Phantom Thieves als Ziele ausgewählt wurden. Und dadurch, dass Sei eben von allen Seiten so unter Druck ist, kann es durchaus sein, dass sie wirklich so dringend uns fassen will, dass sie am Ende sogar nicht davor zurückschreckt, einfach ein Geständnis zu fälschen oder so. Einfach, also Hauptsache, sie kriegt halt einen Schuldigen am Ende. Hauptsache, sie löst den Fall irgendwie.
Und das Ding ist, ich persönlich glaube, es ist genau umgedreht. Weil das ist nämlich genau das, was ganz am Anfang passiert ist. Also, ich weiß nicht, wer das jetzt gesehen hat. Ich habe neulich mal nachgeguckt. Die erste Folge hat, glaube ich, immer noch nur 3 Klicks oder so. Also die allererste Folge dieses Let's Plays. Guckt es euch einfach nochmal an. Da sind wir halt bei der Polizei, werden von so ein paar Beamten geschlagen und am Ende werden wir dazu gezwungen, ein Geständnis zu unterschreiben, in dem wir praktisch wirklich alles gestehen, was in irgendeiner Weise mit Taten im Metaverse zusammenhängt. Und wie gesagt, irgendeiner wird uns verraten, das ist auch klar, und weil er jetzt genau diese Prozedur gerade gebracht hat, mit dem hier falsches Geständnis und so, ich glaube, Akechi wird uns verraten. Ich glaube, es geht wirklich darum, dass er Sei aus dem Weg haben will, irgendwie, weil sie wahrscheinlich die Eigentliche ist, die wirklich die Wahrheit rausbekommen möchte, und er ist derjenige, der uns das alles in Wahrheit anhängen möchte. Und so wird es am Ende auch kommen. Also, ich weiß, meine Gedanken waren gerade etwas wirr, aber ich hoffe, ihr wisst, worauf ihr hinaus wollt. Ich glaube wirklich, der bindet uns hier gerade in Bären auf und lockt uns alle in eine Falle. Und Sei ist die Eigentliche, die uns helfen kann, und er versucht uns genau gegen sie aufzuhetzen. Das, also, nach dem, was ich jetzt alles weiß, die Verhörszene mit Sei, Nijima, was ich von ihm bisher gehört habe und was wir halt am Anfang gesehen haben im Intro, das ist das Einzige, was für mich jetzt gerade Sinn macht. Okay, also du verlangst echt viel. I see. I thought I was making a lot of concessions myself. Well, you don't have to decide at the moment. Also ehrlich gesagt, Leute gehen zu lassen, die nichts getan haben, die de facto nichts getan haben, was nach dem Gesetz verboten ist, weil es dafür logischerweise kein Gesetz geben kann, was wir gemacht haben. Das ist nicht unbedingt was du opferst. Also, considering this is you we're talking about, I believe you'll come to a favorable reply. Okay, schalt direkt wieder eine Stufe bei ihm frei. Na, jetzt mal ohne Scheiß, eigentlich kann uns keiner was. Wir könnten höchstpersönlich zur Polizei gehen und sagen, dass wir das waren. Gut, Mord wäre jetzt natürlich eine andere Sache, aber was wir davor gemacht haben, diesen Change of Heart hier bei Leuten herbeizuführen, das kann nicht verboten sein. Es ist völlig unmöglich, dass es dafür ein Gesetz gibt. Alright. Übrigens nur nochmal auch als Hinweis, weil ich gerade gesagt habe, dass es Akechi sein wird, der uns verrät. Auf seiner Karte ist jemand mit einer Waage abgebildet. Auf der einen Seite liegt ein Herz, auf der anderen Seite liegt ein Geldbeutel und der Geldbeutel wiegt schwerer. Weißt du Bescheid? Also. I'm glad we could talk. It's been a while since I've been able to spend such a meaningful time like this. I look forward to your answer. It was definitely worth coming today. For various reasons. We should be getting back. About that. I'm sorry. Would it be acceptable if we ended the panel here? The reason why you called for me in the first place was because you wanted intel. Correct. My business is concluded as well. I'll deal with it somehow. Okidoki. Na, das wird ja richtig schön spannend gerade. Wir können natürlich auch einfach ihn als Ziel auswählen. Gut, ich weiß nicht, was wäre. Kann man eigentlich im Metaverse in den Palast eines anderen Persona-Users eindringen? Wir könnten halt wirklich eigentlich auch ihn als Ziel nehmen. Aber gut, wir wissen ja schon, dass es Sei wird. Was denn jetzt los? Hallo? Alles ist weiß? Bin ich ins Licht gegangen? I'm sorry about the sudden break. An urgent task came in. So, I truly apologize about this, but I'll have to end things here today. To make up for the time that was planned for this panel, the Rakugo Research Club will instead be... I can't say anything in detail regarding the Phantom Thieves investigation, but I feel another great stride will occur again soon. I hope you all continue to pay attention to what happens. Let's have a big round of applause for today's guest, Goro Akechi. Was that really our best course of action? He totally used Makoto's suggestion against us. Indeed. We intended to get intel out of him, but to think it would play out like this. So what? We'll just accept his deal? He's got evidence on us. We really don't have a choice. Damn it! What are we gonna do? Calm down, Ryuji.
How am I supposed to calm down? What are we gonna do? What's done is done. We'll have to cool our heads and think more on this. We must make up our minds by the time he contacts us again. We need to give this a lot of thought. Ja, das Ding ist, also Akechis Deal nochmal. Er vergisst, was wir bisher getan haben, aber wir müssen ihm halt helfen, den wahren Drahtzieher hinter den mentalen Zusammenbrüchen zu finden. Und wenn wir das getan haben, müssen wir die Phantom Thieves auflösen. Im Gegenzug, wie gesagt, lässt er dafür alle, also wird er uns dafür nicht weiter verfolgen für das, was wir bisher schon gemacht haben. Although things have quieted down until recently, several incidents have occurred once again. Furthermore, new information has come to light about the suspect who suffered sudden mental shutdown. He had received a calling card from the Phantom Thieves. Why did Futaba have something like this? Oh. If a calling card was delivered, we can only assume that the Phantom Thieves are behind it. If so, those occurrences back in spring can be attributed to them as well. Moreover... I knew it. She's... Oh God. Oh, und Sojiro hat's auch inzwischen rausgefunden, weil er eine Calling Card bei Futaba gefunden hat. Okay, das ist jetzt zwar ein ziemlich beschissener Zeitpunkt, aber ich muss leider die Folge an der Stelle beenden, weil es geht inzwischen schon ziemlich lang, aber meine Fresse, ich will eigentlich selber nicht. Ich will am liebsten jetzt weiterspielen, aber tut mir leid, Leute, ich muss jetzt Schluss machen. Sagt mir doch mal, was ihr von dem Ganzen haltet, würde mich wirklich mal interessieren und ja, vergesst bitte wie immer die Bewertung nicht. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Schönen Tag noch. Ciao. Yeah, so they go off. No time.